Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen da draußen an den Bildschirmen. Wir sind mittlerweile angelangt in der vierten Woche Only Livestream. Und ich muss auch sagen, dass sich das mittlerweile immer besser einspielt und dass man merkt, wie das sich nach und nach auch diese außergewöhnliche Situation immer mehr, ja, normal will ich nicht sagen, aber dass wir uns mit der Situation arrangieren, dass die Dinge nach und nach hier auch bei diesen Gottesdiensten immer besser in Gang kommen. Aber ein was ist auch ganz, ganz wichtig, wir sehnen uns alle danach, dass wir endlich wieder gemeinsam in einem Raum Gottesdienst feiern können. Hey, mich nervt das, dass ich euch alle nicht sehen kann, und im Namen des ganzen Leitungsteams vom Jesuszentrum möchte ich euch echt ganz, ganz herzlich grüßen. Fühlt euch alle gedrückt, fühlt euch umarmt, und wir vermissen euch wirklich sehr. Wir vermissen euch wirklich sehr, aber, und das ist das Wichtige, was ich dir heute Morgen auch schon gleich am Anfang als Botschaft mitgeben will: Du bist nicht allein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das weißt. Du bist nicht allein. Wir sind zwar alle räumlich voneinander getrennt, aber im Geiste sind wir miteinander verbunden. Im Herrn sind wir miteinander verbunden. Und es ist so wichtig, dass wir das immer wieder uns auch vorsagen: Wir sind nicht allein. Wir sind im Geiste miteinander verbunden. Und das Tolle ist, dass du auch jetzt in diesem Moment einen Unterschied machen kannst. Nämlich da, wo du bist, an dem Ort, da kannst du einen Unterschied machen. Wir als Christen sind jetzt mehr gefordert denn je. Wir sind so viel mehr gefordert, in dieser Situation einen Unterschied zu machen. Wenn wir schon keine direkte Gemeinschaft haben können, dann nutz diese Zeit. Nutz diese Zeit, um deine Freunde anzurufen, um Leute anzurufen, die alleine sind, deine Familie anzurufen, die vielleicht woanders wohnt als du. Verbring diese Zeit gemeinsam mit Brettspielen am Tisch, aber verbring diese Zeit auch mit einem wichtigen Punkt, und zwar beten. Bete für dein Umfeld, bete für deine Familie, für deine Freunde, bete für die Gemeinde. Aber wirklich, mach das. Bete. Gebet und Bibellesen sind in so einer Zeit wie jetzt, wo wir so räumlich voneinander getrennt sind, in dieser besonderen Situation, deine Kraftquelle Nummer eins. Beten und Bibellesen. Hey, und ich will dir wirklich danken für alle Gebete, die du jetzt in dieser neuen Woche in Richtung Himmel losschickst. Und jetzt freue ich mich hammermäßig, dass wir gemeinsam in unserer Osterpredigtserie weitergehen können. Julian hat uns letzte Woche schon richtig cool mit reingenommen. Er hat uns daran erinnert, dass wir uns daran erinnern sollen, wer Gott ist. Und dass wir unsere Altlasten liegen lassen sollen und ohne Ballast mit Jesus gemeinsam aufzubrechen. Hey, und wenn wir aufbrechen, dann gehen wir in der Regel einen Weg. Und so ist es mega gut, dass wir uns heute mal mit diesem Thema auseinandersetzen können. Der Weg, so wie heute auch dieses Thema lautet. Ich habe mich schlau gemacht. Wenn du im Internet unterwegs bist und einmal eingibst Zitate zum Thema Weg, dann kommen unendlich viele Ergebnisse. Hey, du findest eine Menge Weisheiten und du findest so manche Dummheit. Es ist echt lustig. Fest steht, wir alle gehen Wege. Vielleicht jetzt nicht in dieser Zeit so viele und auch keine besonders langen. Die meisten Wege sind etwas kürzer geworden. Wir bleiben zu Hause, und da sind die Wege viel öfter folgende: Vom Bett ins Bad, vom Bad in die Küche, von der Küche zum Schreibtisch, vom Schreibtisch aufs Klo, vom Klo zum Schreibtisch, vom Schreibtisch in die Küche und so weiter und so fort. Halten wir fest, auch zu Hause gehen wir unsere Wege, auch wenn sie kürzer sind. Ein Franzose hat es diese Woche auf die Spitze getrieben. Und zwar hat er zu Hause auf seinem Balkon einen Marathon gelaufen. Er ist zu Hause auf seinem Balkon über 7 Stunden lang immer wieder auf und ab gelaufen. Und er hat sich dabei gefilmt, bis diese 42,2 Kilometer voll waren. Er hat sich dabei gefilmt, weil er ein Zeichen in diesem Kampf gegen Corona setzen wollte. Weil er gesagt hat: Hey, ich lasse mir das nicht nehmen, trotzdem meinem Sport nachzugehen. Und dann mache ich das eben auf dem Balkon. Das schaut vielleicht dumm aus und ich kann immer nur 5 Meter rechts und links, wenn es hochkommt. Aber ich mache das, und ich finde es so mega, diesen Einsatz zu sehen, wie dieser Mann einfach sagt: Okay, let's go. Die Situation ist schwierig,
dann müssen wir eben kreative Wege finden, trotzdem unserer Leidenschaft nachgehen zu können. Und so ist es gut, dass wir gemeinsam Gottesdienste feiern können, über Livestream miteinander verbunden sind und dass wir heute uns auf den Weg machen können. Die Predigtserie oder der Predigttitel heute lautet Der Weg. Und wir wollen uns heute diese Geschehnisse von Ostern einmal näher anschauen. Und um zu erkennen, welches großes Gewicht diese Ostergeschehnisse haben, musst du noch nicht mal die Bibel lesen. Es reicht, wenn du sie aufschlagst, dann fällt dir auf, wenn du zum Beispiel das Matthäus-Evangelium hernimmst, das hat 28 Kapitel. Und von diesen 28 Kapiteln sind ganze 8 Kapiteln alleine über diese letzte Woche, über diese letzte Lebenswoche Jesus, diese letzte Lebenswoche von Jesus, die wir heutzutage als Karwoche bezeichnen und um die sich quasi diese ganzen Ostergeschehnisse ereignen. 8 Kapitel von 28, das ist fast ein ganzes Drittel von diesem Buch. Und dass ich diese Predigt heute Der Weg nennt, fand ich es gut, dass wir zunächst einmal diesen gesamten Osterweg, den Jesus geht, anschauen. Und ich habe mich auf die Suche gemacht und bin einmal quer durch die Bibel gegangen und will euch jetzt einmal kurz diese Woche zeigen, ehe wir dann an einem bestimmten Punkt stehen bleiben und den wir uns nochmal ganz genau anschauen wollen. Diese Woche, die beginnt mit einem Sonntag. Und dieser Sonntag ist genau dieser Sonntag, den wir heute haben. Es ist der Palmsonntag. Und an diesem Palmsonntag ist was ganz Besonderes passiert. Jesus zieht in Jerusalem ein. Aber er macht es nicht auf irgendwie ganz normal so zu Fuß. Nein, er reitet auf einen Eselsfohlen ein. Und das macht er nicht, weil er den da gerade rumstehen sah, sondern damit erfüllt sich eine Prophezeiung, die du im Alten Testament findest, im Buch Sacharja, im Kapitel 9, Vers 9, wo es heißt: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Hey, und die Leute stehen jubelnd am Straßenrand und legen ihre Kleider nieder, die legen Palmzweige, schneiden sie von den Bäumen ab, von den Palmen, die rumstehen, und breiten die vor Jesus aus und sagen: Halleluja, Hosianna, gepriesen sei der Herr, der da kommt. Und sie preisen ihn, und es ist wie so ein königlicher Empfang, ein triumphaler Einzug in Jerusalem. Am nächsten Tag dann ist Jesus im Tempel, und es ist diese Szene, die wir alle bestimmt schon mal gehört haben. Er ist erzürnt über diese zahlreichen Händler. Es ist der Moment, in dem Jesus sagt: Mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und ich kann mich richtig mit Jesus einfühlen, wie er sich da wohl gefühlt haben muss und dass er da richtig sauer war. Am Dienstag dann wird Jesu Autorität im Tempel in Frage gestellt. Jesu lehrt durch verschiedene Gleichnisse und konfrontiert damit auch die führenden Männer des jüdischen Volkes mit seinen Lehren. Außerdem wird von diesem Dienstag auch berichtet, dass Judas Ikariot sich bereit erklärt, Jesus zu verraten. Über den Mittwoch wissen wir nicht so viel, da sagt die Bibel nicht wirklich was. Da gibt's einfach nicht so viele Aussagen, und deswegen gehen wir direkt zu dem Donnerstag weiter, wo wir lesen, an diesem Donnerstag, das ist der Tag des letzten Abendmahls. Dieser Tag nennen wir Gründonnerstag. Die Herkunft des deutschen Namens Gründonnerstag ist nicht so ganz restlos geklärt. Eine Möglichkeit ist, dass das Grün vom mittelhochdeutschen Greinen abgeleitet wird, was sich so mit Weinen oder Wehklagen übersetzen lässt, womit quasi die Trauer dieser bevorstehenden Zeit der Passion zum Ausdruck gebracht wird. Seit vielen Jahrhunderten aber auch war es üblich, dass an diesem Donnerstag der Karwoche, das ist dieser Tag, an dem die Büßer wieder in die Kirche eingegliedert werden, also aus katholischer Tradition vor allem mehr. Sie wurden lateinisch als Virides bezeichnet, also die Grünen, und waren ab diesem Zeitpunkt wieder zur katholischen Kommunion zugelassen. Genau, so viel vielleicht zu der Bedeutung von Gründonnerstag. Aber viel wichtiger an diesem Gründonnerstag ist, dass Jesus an diesem Tag das letzte Abendmahl hält. Das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern, wo er sie nochmal darauf vorbereitet: Hey, ich werde gehen. Und
Dieser Tag ist auch der Tag, an dem er zum Gebet in den Garten Gethsemane geht. Er geht mit seinen Jüngern dorthin, an diesen Ort, wo im Anschluss Judas ihn verraten wird und die hohen Priester ihn verhaften werden. Wenig später wird Petrus Jesus dreimal verleugnen. Alles an diesem Tag. Es folgt der Freitag, den wir heute als Karfreitag bezeichnen. Und das ist der Tag, an dem Jesus von den jüdischen und römischen Instanzen verhört wurde, Pilatus in ihm keine Schuld sieht und so das Volk entscheiden lässt, hey, wollt ihr Jesus frei haben oder den Mörder Barabbas? Weil er dachte, hey, die würden sich niemals für diesen Barabbas entscheiden. Aber die Leute waren so aufgestachelt, dass sie gerufen haben, hey, tötet ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und so ging es los, dass Jesus diese unsäglichen Leiden ertragen muss. Er wird geschlagen, bespuckt, verhöhnt, mit Dornen gekrönt, muss schließlich völlig entkräftet sein eigenes Kreuz an die Schädelstätte nach Golgatha tragen. Als er unterwegs nicht mehr kann, bricht er zusammen. Ein Mann namens Simon von Kyrene wird gezwungen, das Kreuz gar an die Kreuzigungsstelle zu tragen. Dort angekommen wird Jesus auf das Kreuz gelegt. Ihm werden Nägel durch seine Hände und seine Füße geschlagen. Und er stirbt einen qualvollen Tod am Kreuz. Es ist vollbracht, sind seine letzten Worte, ehe er stirbt. Sie legen ihn in ein Grab und am dritten Tage steht Jesus wieder auf von den Toten. Und wenn wir jetzt diese ganze Woche noch einmal im Gesamten uns angucken, dann haben wir ganz am Anfang einen Höhepunkt, an dem Jesus in Jerusalem einreitet, triumphal, königlich. Und währenddessen, während der Woche, so viele Schmerzen, Leiden erdulden muss, ehe am Ende dieser Woche wieder der absolute Höhepunkt kommt, Jesu Auferstehung von den Toten, die Vollendung. Und während meiner Vorbereitung auf diese Predigt hat mir Gott eine Stelle davon ganz besonders aufs Herz gelegt und die wollen wir uns heute Morgen noch einmal genauer anschauen. Die Frage, die in mir aufkam, war, wie kam es überhaupt dazu? Wie kam es überhaupt dazu, dass diese Woche sich so ereignet hat? Wie kam es dazu, dass Jesus diesen Weg gehen musste? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal bewusst gestellt hast, aber mir kam die und in mir ist die aufgekommen. Und um zu verstehen, was es mit diesem Weg auf sich hat, wie dieser Weg kam, müssen wir in der Bibel weit zurückreisen. Es geht ins Alte Testament, in das Buch des Propheten Jesaja, in Kapitel 40, Vers 3, da steht, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Das ist diese erste Station auf diesem Weg. Das ist das erste Mal diese Rede von diesem Weg. Hier ist aber überhaupt noch nicht klar, wer oder was irgendwann mal auf diesem Weg passieren wird. Und so geht's weiter. Wir gehen in der Bibel ein Stückchen weiter in das Buch des Propheten Maleachi ins dritte Kapitel und finden dort in Vers 1 eine sehr, sehr ähnlich klingende Stelle. Und dort heißt es, siehe, ich sende meinen Boten, damit er mir den Weg ebnet. Ich sende meinen Boten, damit er mir den Weg ebnet. Und in dieser Stelle wird jetzt ein Bote angekündigt. Wer ist dieser Bote? Wenn wir weiter gucken in der Bibel, wird es uns deutlich, dieser Bote ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer ist der, der Jesus im Jordan tauft. Und es ist der, der genau an dieser Stelle auch sagt, oder kurz vorher, über Jesaja 40, Vers 3, quasi die Worte wiederholend, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Nun war klar, wer dieser Herr sein sollte. Johannes verweist ganz klar von sich weg hin auf Jesus. Jesus Christus, ihm soll dieser Weg bereitet werden. Und wenig später ist derjenige, dem der Weg bereitet werden soll, zur
folgende Aussage gekommen. Er sagt in Johannes 14, Vers 6 diesen berühmten Satz: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nicht nur bereitet dem Herrn einen Weg, nein, Jesus Christus selbst ist der Weg. Diese Betrachtungsweise hat mich in meiner Vorbereitung unheimlich bewegt. Jesus geht nicht nur einfach irgendeinen Weg. Jesus ist der Weg. Jesus selber ist der Weg. Wir hören und lesen immer davon, von diesen zahlreichen Wundern, die Jesus tut und vollbracht hat auf diesem Weg. Aber gerade in dieser Osterwoche erfahren wir auch besonders, mit welcher großen Anstrengung dieser Weg verbunden war. Und an einer Stelle, an der das ganz besonders deutlich ist, da wollen wir heute jetzt nochmal reinschauen. Und zwar ist es die Stelle im Garten Gethsemane. Und da heißt es, ich nehme euch mit rein, in Vers 36, Kapitel 26, Vers 36, da nahm Jesus sie mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen: Bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weitergehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter, sank dann zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Soweit mal. Es ist schon krass. Es ist krass mitzuerleben, wie Jesus scheinbar vom einen auf den anderen Moment die Angst überkommt. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn, heißt es. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr merkwürdig, denn wir erleben Jesus doch vorher als diesen so mit viel Sicherheit ausstrahlenden Menschen, der so sicheren Schrittes in Jerusalem einreitet, der seinen Jüngern so oft vorher gesagt hat: Hey, ich werde sterben. Der Tag kommt. Jesus war doch vorbereitet. Er hat es zuvor mehrmals selber gesagt. Warum also wird er jetzt so von der Angst gepackt? Welch ein Kontrast. Welche scheinbar unbegreifliche Veränderung passiert hier. Der Mann, dem alle Elemente der Natur sofort gehorchen, wenn er auch nur einen Finger hebt, der keine Furcht kannte, er steht jetzt da vor schwachen Jüngern, klagend, trauernd, zitternd, zagend. Sein ganzes Wesen bebt. Er leidet und er kann nicht bleiben. Er sagt zu seinen drei ausgewählten Jüngern: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt ihr hier und wacht mit mir. Und er legt sich dann nieder auf sein Angesicht und er schreit zu Gott. Er schreit zu Gott: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Es ist die letzte Anrufung der väterlichen Liebe und zugleich der Allmacht Gottes. Auf das Werk der Erlösung aber, also auf dieses Werk der Erlösung der Menschheit, verzichtet Jesus hier mit keinem Wort. Mit keinem einzigen Augenblick denkt er darüber nach. Das Einzige, was er macht, ist, er fragt Gott, ob das Kreuz denn die einzige Möglichkeit sei. Jesus hat in der Situation, in dem Gebet, Gehorsam gelernt. Er sieht, dass es unabdingbar ist, dass die Menschheit erlöst werden muss. Er fragt, ob das Kreuz der Weg ist oder ob Gott nicht doch einen anderen Weg hat. Und das ist das, dieser Gehorsam ist das, was wir im Hebräerbrief auch lesen können, wo angerissen wird: Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Hey, dieses Leiden ist unbeschreiblich, was Jesus in dem Moment durchmacht. Und umso mehr fasziniert mich das, wie Jesus dieses Gebet beendet. Wie Jesus dieses Gebet voller Leid beendet, indem er sagt: Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Wie krass ist das bitte? Dein Wille, nicht mein Wille. In seinem größten Leid, in seiner größten Angst betet Jesus
Nicht mein Wille, sondern dein Wille, Gott. Hat Gott in dieser Situation geantwortet? Nein. Jesus Schreien verhallt scheinbar im Nachthimmel. Keine Antwort, nur Schweigen. Kein Trost. Und so sehen wir, wie es weitergeht. Jesus geht zurück. Wir lesen weiter in Vers 40. Dann kehrte er zurück zu den Jüngern und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und wieder ließ er sie zurück und betete. Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille. Wieder ging er zurück zu den Jüngern und sah, dass sie schliefen, denn sie konnten ihre Augen nicht offen halten. Jesus, der von seinem Vater keine Antwort bekam, kommt zurück, geht zu seinen Jüngern, weil er hofft, dass sie mit ihm beten, weil er hofft, dass sie da sind, weil er hofft, in ihren Gebeten Trost zu finden, dass er zuhören kann, wie sie beten, wie sie Worte voller Hoffnung und Zuversicht aussprechen, wie sie sich auf diese Situation bereit machen, wie sie Gott mit ihren Gebeten bestürmen und ihn anflehen. Aber als er zurückkommt, sind die Jünger eingeschlafen. Die Entsetzung können wir in seinen Worten lesen, die können wir hören, die können wir quasi fast spüren. Es heißt, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Eine Stunde? Eine einzige Stunde? Es ist schon krass, das mitzukriegen. Und dann kommt ein sehr, sehr interessanter Satz, wie ich finde. Jesus sagt und fordert seine Jünger erneut auf, mit ihm zu wachen und zu beten. Und er gibt ihnen einen guten Grund mit, warum er das möchte. Sie sollen wachsam sein, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Seid wachsam, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Hey, wenn wir müde und schläfrig sind, wird uns die Versuchung überwältigen. Das ist genau das, was Petrus am eigenen Leib später erfährt. Er war jetzt im Garten Gethsemane nicht bereit, wachsam zu bleiben, wachsam im Gebet. Er hat sich nicht im Gebet vorbereitet auf die Situation, die vorkommt. Er hat sich nicht vorbereitet und das, obwohl Jesus ihm immer wieder davon erzählt hat, was kommen wird. Obwohl Jesus ihm immer wieder gesagt hat, hey, ich werde sterben. Jesus hat ihn sogar davor gewarnt, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Und trotz all dem hat Petrus geschlafen. Sein Geist war vielleicht willig, aber sein Körper war schwach, genau wie Jesus es gesagt hat. Ganz anders Jesus auf der anderen Seite. Er betet erneut mit denselben Worten zu Gott, seinem Vater. Er schreit und fleht, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Und dann wieder diese Worte. Nicht mein Wille geschehe, sondern der seines Vaters. Nicht mein Wille, sondern deiner, Gott. Und dann wieder keine Antwort. Wieder keine Antwort, wieder Stille. Und wieder sucht Jesus in den Gebeten seiner Jünger Trost. Doch wieder waren sie eingeschlafen. Und so geht Jesus ein drittes Mal los und betet. Wir lesen in Vers 44. Da ging er ein drittes Mal fort, um zu beten. Und er sprach die gleichen Worte. Dann kehrte er zurück zu den Jüngern und sagte, schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Nun, es ist soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Seht, mein Verräter ist schon da. Es überwältigt mich zu sehen, mit wie viel Einsatz und unter welchem Druck Jesus wieder zu seinem Vater ruft. Ein drittes Mal dieselben Worte nimmt und sie an Gott richtet, ja fleht, ja schreit. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er lässt dieses Gebet ein drittes Mal mit diesen Worten enden. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Gott. Dann kommt er zurück zu diesen schlafenden Jüngern, erweckt sie und weist sie darauf hin, nun ist es soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Seht, mein Verräter ist schon da.
Ist euch das aufgefallen? Ist euch aufgefallen, welche Bestimmtheit Jesu Worte auf einmal wieder haben? Ist es euch aufgefallen, mit welcher ruhigen Gewissheit er seinen bevorstehenden Weg wieder angeht? Doch wieso? Was ist da passiert? Jesus hat gebetet. Er hat gebetet, nein, er hat nicht nur gebetet, er hat gekämpft. Er hat gekämpft in seinem Gebet, er hat Gott mit seinen Anliegen belagert, bestürmt, aber er hat das stets in einer dienenden, demütigen Haltung getan. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das war die Haltung, die Jesus im Gebet hatte. Was also ist in dieser intensiven Gebetszeit genau passiert? Äußerlich rein gar nichts. Gott hat geschwiegen. Kennen wir das nicht? Kennen wir das nicht gerade aus dieser Zeit? Wir beten und beten und nichts passiert. Gott schweigt. Hey, wie oft fühle ich mich zurzeit in dieser Corona-Krise genauso? Ich bete und Gott schweigt. So scheint es mir. Aber was war dann anders an Jesus nach seinem dritten Gebet? Was hat sich verändert, wenn doch scheinbar keine Antwort kam? Die Situation von Jesus war immer noch die gleiche. Die Situation war die gleiche, aber seine Haltung wurde verändert. Seine Haltung hat sich verändert. Seine Perspektive wurde verändert. Das passiert, wenn wir intensiv im Gebet mit Gott ringen. Lass mich das kurz noch an einem Bild verdeutlichen. Wir glauben ganz, ganz oft, dass Gebet so eine Art Hebel ist. So, den können wir anfassen und nehmen und dann legen wir den quasi so um mit unserem Gebet. Zack, ich bete und schwupps, verändert sich meine ganze Situation. Ich bete und rums, Segen kommt irgendwie vom Himmel runter auf mein Leben. Ich bete und zack, jemand wird gesund. Ich bete und auf einmal habe ich keine Angst mehr. Aber nein, so ist es nicht. So ist nicht Gebet. Gebet ist kein Hebel. Gebet ist vielmehr wie so eine Linse, wie so ein Objektiv von so einem Fotoapparat. Wenn wir beten, dann ist es so, wie wenn Gott uns seine göttliche Linse vor unser Auge quasi schnallt. Gott verändert nicht unsere Situation, aber er verändert die Perspektive, mit der wir auf unsere Situation gucken. Er verändert die Linse, durch die wir schauen. Wir kriegen seine göttliche Linse vor die Augen geschnallt. Das ist genau das, was im Garten Gethsemane mit Jesus passiert ist. Genau das ist es, was Jesus im Garten Gethsemane erlebt hat. Durch sein wachsames Gebet, dein Wille geschehe, Gott, wurde er auf die Situation vorbereitet. Gott hat nicht einfach die Situation verändert. Er hat Jesus verändert. Er hat Jesu Perspektive verändert. Er hat ihm seine Perspektive auf die Situation geschenkt. Und Mann, dann war Jesus bereit. Hey, er kommt aus diesem dritten Gebet und er sagt zu seinen Jüngern, nun ist es soweit. Kommt, lasst uns gehen. Er sagt, nun ist es soweit. Komm, lasst uns gehen. Er ist bereit gewesen für diese Situation, weil er wachsam gebetet hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das auch lernen. Dass wir auch lernen, wie Jesus wachsam zu beten. Dass wir lernen, wie Jesus wachsam zu beten. Und nicht wie Petrus und die anderen Jüngern zu schlafen, wenn es darauf ankommt, sich auf die Situation vorzubereiten, gilt es, wachsam zu beten. Wer schläft, ist nicht vorbereitet. Wer wachsam betet, der wird von Gott auf die Situation vorbereitet. Und so ist es in unserem Leben auch oft. Gott ändert nicht immer die Situation, aber er ändert unsere Perspektive. Und das wünsche ich mir so sehr, genau in einer Zeit wie jetzt, wo wir überall nur noch Corona hören und vielleicht auch gar nicht mehr den Weg sehen oder einen Ausweg suchen, dass wir uns auf diesen Weg mit Jesus begeben. Er ist der Weg und dass wir uns auf diesen Weg begeben und merken, wenn wir wachsam beten, dann wird Gott uns helfen.
Er wird uns helfen, diese Situation mit seinen Augen zu betrachten, durch seine Linse. Er wird uns helfen, eine neue Perspektive zu bekommen auf die Situation. So werden wir bereit sein für diese Situation und so sind wir vielleicht auch bereit, diesen Weg gemeinsam mit ihm zu gehen. Und das bringt uns zu der zentralen Idee für diese Woche. Geh wachsam den Weg mit Gott und lerne zu beten, Herr, dein Wille geschehe. Gehe wachsam den Weg mit Gott und lerne zu beten, Herr, dein Wille geschehe. Und das wünsche ich uns. Das wünsche ich uns so sehr, dass wir das erfahren und erleben dürfen, wie Gebet unsere Sicht verändert, wie wir eine Sicht für Gottes Handeln bekommen, wie wir immer mehr merken, hey, vielleicht ändert sich die Situation um uns gerade nicht, aber ich fange an, die Situation mit neuen Augen zu betrachten, mit einer neuen Perspektive, durch eine neue Linse, aus der Perspektive Gottes. Jesus, und darum bitte ich dich, dass du uns hilfst, wachsam zu sein, dass du uns stärkst, wachsam im Gebet zu sein, dass wir diese Situation um uns herum immer mehr aus deiner Perspektive sehen. Ich wünsche mir das so sehr, weil es mir auch so oft so schwer fällt, wachsam zu bleiben. Das ist so ermüdend, immerzu die schlechten Nachrichten zu hören und nicht raus zu dürfen. Und ich bitte dich einfach so sehr von Herzen darum, Jesus, hilf du uns, diese ganze Situation mit deinen Augen zu sehen, damit wir auch begreifen, welche großen Chancen in dieser aktuellen Situation liegen. Du bist der Weg und wir wollen den Weg mit dir gehen. Danke, dass du gut bist und dass du die Situation im Griff hast. Amen. Amen.